Liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Herbst. Ja, bei uns sind es heute 12 Grad und es ist arschkalt. Und man fragt sich so, wo war der Sommer und kommt er nochmal? Ja, letzte Woche noch im sehr kurzärmlichen Top, heute im Langarm-Shirt sozusagen. Es ist einfach nur schrecklich, aber wir beklagen uns ja nicht über das Wetter, denn ein weiser Mann hat mir per WhatsApp geschrieben, er freut sich auch über schlechtes Wetter, denn egal, wie war das, ob er sich freut oder nicht, das Wetter bleibt schlecht. Und dementsprechend freuen wir uns über das herbstliche Wetter. Oder auch nicht. Aber ja, meine zweite Woche Urlaub ist um und in dieser Woche waren wir auch ein bisschen unterwegs gewesen. Wir waren einen Tag in Leipzig, wir waren shoppen und ein bisschen Sightseeing und es war ganz okay. Leipzig hat mich, ja, ganz zufriedengestellt, sage ich mal so. Es ist jetzt nicht die schönste Stadt, in der ich je gewesen bin, aber es war absolut okay. Auch von den Shopping-Geschäften her fand ich es ganz schön und ja, bin auch ein bisschen fündig geworden. Mein Kater muss da direkt mal seinen Kommentar dazu ablassen. Und am Mittwoch war ich in Regensburg und habe die liebe Sabrina besucht, Kapitelchen, ihren Kanal natürlich unten in der Infobox. Und wir hatten einen wunderschönen Tag und es ist so schön, wenn man einfach seine Lieblingsmenschen trifft und dann eben auch mal mehr sieht als nur den Oberkörper. Und man einfach so einen Tag zusammen verbringt, als wäre es schon immer so gewesen. Und es war wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Nochmal vielen Dank, liebe Bina, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und wir so einen tollen Tag hatten und leckeres Abendessen und ja, natürlich auch ein paar Bücher geshoppt habe. Ich habe auch das Bild schon auf Instagram hochgeladen. Wer sehen will, was ich da so an Mängelexemplaren so geshoppt habe, findet das auch natürlich unten in der Infobox. Und jetzt einfach mal so ein bisschen zu den Büchern dieser Woche. Es sind 4 an der Zahl geworden und es waren tatsächlich alles 4 E-Books, weil ich natürlich auch ein bisschen wusste, dass ich unterwegs bin und der Sonntag war ja super sonnig und habe ich halt den E-Book-Reader geschnappt und ein Büchlein gelesen und so dann im Grunde weitergelesen und wenn eins zu Ende war, direkt das nächste gelesen. Und ja, das erste Buch, das ich vorstellen werde, ist Paris, Du und Ich von Adriana Popescu, ein Jugendbuch, das uns nach Paris entführt und das ich in einem Schwung weggelesen habe. Warum und wieso? Das hört ihr dann natürlich später. Dann Der Weg zwischen den Sternen wird das neue Buch von Michelle Schrenk sein. Und ich habe es hier so ein bisschen vorab Test gelesen und das Buch wird demnächst erscheinen. Wann genau, konnte mir Michelle noch keinen genauen Termin nennen, aber vielleicht mal so September, Oktober erfahrt ihr auf jeden Fall natürlich hier auf dem Kanal oder auch via Facebook oder Instagram. Und das habe ich dann auch so ziemlich in einem Schwupps gelesen. Als es dann auf Reisen ging, habe ich mit Leo zwischen den Ozeanen, glaube ich, ne? Ja, zwischen den Ozeanen. Hieß es so? Von Peggy Bichisco gelesen. Im Grunde eine Self-Publisherin, ursprünglich eine Journalistin, die auf Reisen gegangen ist, weil sie etwas erlebt hat. Und es ist eben eine Journalistin der hiesigen Zeitung. Und so bin ich dann im Grunde auch auf sie aufmerksam geworden. Eine Arbeitskollegin hat erzählt, hey, guck mal. Und fand dann die Story einfach interessant. Und das Cover, ja, ist natürlich super niedlich. Und das durfte direkt, im Juni, glaube ich, war es, aufs E-Book ziehen und habe ich mir direkt so für den Urlaub auch vorgenommen. Und das letzte Buch der Woche habe ich heute beendet, also heute ist bei mir Freitagnachmittag und zwar ist das Alles in Butter von Victoria Seyfried, wahrscheinlich ist eine deutsche Autorin, Seyfried. Und Victoria Seyfried. Und das Buch, auf das bin ich natürlich gekommen, allein schon mal wegen dem Titel und auch das Cover. Und ich hatte im Klappentext so ein bisschen das Gefühl, es könnte in so eine Richtung gehen wie Eat, Pray, Love. Und wie ich es dann fand, erfahrt ihr jetzt so nach und nach. Die Bücher findet ihr natürlich unten in der Infobox. Wenn ihr da irgendwie eins sucht, könnt ihr da einfach mal draufklicken. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit Paris, Du und Ich von Adriana Popescu, die es mir ja angetan hat seit Lieblingsmomente, was ich ja im Januar zum Geburtstag von der lieben Miriam MJ Liest geschenkt bekommen habe. Und ich war sehr, sehr gespannt, was das neue Buch von ihr bringen wird. Kostet broschiert 14,99 als E-Book 11,99, ist im CBJ Verlag am 25. Juli diesen Jahres erschienen und hat 353 Seiten. Und allein das
Cover ist wirklich super, super schön geworden, was so ein bisschen den Eindruck des Buches sozusagen auch vermittelt. Um was geht es in der Geschichte? Wir haben die 16-jährigen Emma, die in einem Schüleraustausch oder bei einem Schüleraustausch Alain kennenlernt, der in Deutschland eben den Austausch macht. Und sie selbst findet sich nicht wirklich hübsch und nicht wirklich lustig und nicht wirklich interessant. Und all das gibt ihr im Grunde Alain in der Zeit, in der er da ist. Aber es kommt natürlich die Zeit, wo er sie verlassen muss, wo er wieder zurück nach Frankreich geht. Sie skypen sehr viel, sie schreiben sich sehr viel. Und da sind dann auf einmal die Herbstferien. Und Emma ist der Meinung, sie reist einfach mal alleine mit ihrem Taschengeld nach Paris, um dort festzustellen, dass Chloe die Tür bei Alain öffnet und sich als seine Freundin vorstellt. Und ja, Emma, ja, für sie geht natürlich die Welt unter und sie weiß gar nicht so richtig, wie das passieren konnte und ist natürlich sehr, sehr enttäuscht und steckt jetzt in Paris fest, quartiert sich im Marmontre. Was, Marmontre? Ja, ich glaube, Marmontre, ja, wie auch immer man es ausspricht, quartiert sie sich in ein Hostel ein, als zwei Tage später, wie nennt man das, Hostelführerin, ich weiß jetzt nicht, wie ich komme, also es ist keine Rezeptionistin, also ihr wisst, was ich meine, die eben so am Empfang wahrscheinlich arbeitet, als sie bei ihr klopft und sagt, Mädel, was ist denn mit dir los, wir machen uns Gedanken, du bist jetzt zwei Tage nicht rausgekommen, geh dich duschen, ich bring dir einen Kaffee und dann geh raus. Und als sie dann eben draußen umherirrt und eigentlich in Paris ist, in ihrem Paris, was sie durch viele Schriftsteller wie Hemingway, Fitzgerald eben kennt und dann eigentlich versucht es mit denen ihren Augen zu sehen, trifft sie in einem Café, in einem Bistro dann eben auf Vincent. Und ja, wie es das Schicksal so möchte, ist auch er mehr oder weniger verlassen worden, weil er eben eine Paris-Reise mit seiner Freundin geplant hat und sie aber Paris unglaublich langweilig fand und, glaube ich, lieber an irgendeine spanische Küste gefahren ist. Und ja, die beiden erzählen sich eben so ein bisschen voneinander, stellen auch recht schnell fest, nein, verlieben tun wir uns ineinander nicht und tun auch alles dafür, dass sie ja im Grunde sehr unattraktiv für den anderen werden. Und doch baut sich eben eine sehr intensive Freundschaft zwischen den beiden auf und wir erleben dann eben das Paris dieser beiden Jugendlichen, was unglaublichen Spaß gemacht hat. Und mehr auch gar nicht zur Handlung, denn ich muss ehrlich gestehen, ich fand es toll. Ich war in dieser Geschichte, ich habe das in einem Rutsch weggelegt, es war Sonntag sonnig und heiß und ich lag im Garten und ich habe um mich herum wirklich alles vergessen. Ich fand toll, wie Paris beschrieben wurde, wie wir da durch die Gassen gelaufen sind, auch wie die beiden miteinander Dialog geführt haben, fand ich unglaublich toll. Ich mochte, dass Emma keine typische 16-Jährige war, wie man sie aus Jugendbüchern kennt, sondern sie hat viel, viel reifer, viel erwachsener gewirkt. Was mich anfangs so ein bisschen gestört hat, war, dass Emma als 16-Jährige tatsächlich so viel Taschengeld hat, um dann ganz alleine nach Paris zu fahren. Ich dachte mir, Mensch, hätte man das Mädel nicht 18, 19 machen können, damit das nicht ganz so rebellisch meinetwegen wirkt. Das hat mich am Anfang so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, Mensch, wäre ich mit 16 tatsächlich einfach in den Bus gestiegen, in den Zug gestiegen und wäre irgendwo hingefahren. Also, das fand ich ein bisschen kritisch, habe ich aber dann in der Geschichte einfach vergessen, weil Emma immer sehr erwachsen einfach gewirkt hat und das eigentlich so ihr einziges irgendwie sehr Unüberlegtes war. Und eben dann auch mit Vincent dieses Zusammenspiel, wie sie beide eigentlich so enttäuscht sind und sich gegenseitig eigentlich Halt geben und sich aber einfach ständig einreden, dass sie nicht zueinander funktionieren können. Und ich fand eben einfach den Aufbau dieser Freundschaft unglaublich toll. Das war so wunderschön gemacht und ich mochte eben auch die Einflüsse, ja, der Literatur, die man bei Emma gespürt hat, was eben so viel Spaß gemacht hat, eben das Paris von den Schriftstellern kennenzulernen und eben auch Plätze zu erleben. Und ich selbst war noch nicht in Paris, konnte es mir aber unglaublich gut vorstellen. Es war wirklich, als wäre ich in Paris gefangen sozusagen und erlebe es eben mit den Augen der beiden. Es gibt auch noch wunderbare Nebencharaktere, die ich ganz, ganz toll fand und ich hatte einfach ganz viel Spaß mit dieser Geschichte. Es war emotional, es war lustig, ich saß ganz oft ja grinsend vor diesem E-Book und gleichzeitig immer mal so mit so einem, es war wunderschön und mich hat Adriana Popescu total umgehauen, auch wirklich, wenn es ein Jugendbuch ist. Ich fand, es war ein sehr erwachsenes Jugendbuch mit einer tollen Sprache und ich mag es einfach, welche Wörter
Adriana findet, um eben Gegebenheiten zu erzählen, um eben die Charaktere rüberzubringen. Und es macht einfach ganz, ganz viel Spaß, in dieser Geschichte einzutauchen und wirklich so, ja, Emmas Gedanken einfach zu folgen. Und sie führt zum Beispiel auch ein Tagebuch, was eher für sie so eine Art Flaschenpost ist, denn sie schreibt immer zum Beispiel Liebes Paris oder und schickt halt diese Briefe im Grunde nie ab. Und dadurch erfahren wir natürlich auch ein bisschen, was in ihr drin vorgeht. Und das fand ich wirklich mehr als gelungen. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und war wirklich großes, großes Bücherkino für mich. Und ich habe ja auch ein paar Zitate rausgeschrieben und ich werde euch einfach mal eins oder zwei vorlesen. Und zwar, die fand ich einfach schön. Hör auf dein Herz, immer. Selbst ein kaputtes Herz weiß besser, was wir brauchen, als ein gesunder Kopf. Passt perfekt, wie ich finde. Man sagt, manche Erinnerungen werden zu Geschichten, andere zu Liedern, wieder andere zu Gemälden. Und das fand ich, ach, es war auch so ein wunderschöner Moment in dieser Geschichte, als die beiden eben einen Künstler treffen, der jeden Tag das gleiche Motiv mehr oder weniger malt, eben eine Bank vor dem Eiffelturm, und sie sich an diesem Tag davor setzen, um eben so für die Ewigkeit am besten irgendwann in einem Museum am Mars zu hängen. Und ich fand das so toll, es hat unglaublichen Spaß gemacht. Auch sehr schön, wenn niemand über deine Träume lacht, dann sind sie wahrscheinlich nicht groß genug. Ich fand es einfach ganz, ganz toll getroffen. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich war wirklich mittendrin in der Geschichte und habe die wirklich ja, verschlungen. Also ich fand es großes Bücherkino, absolute Empfehlung. Wer eben vielleicht mal einen nicht klassischen Jugendbuchroman lesen möchte, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben. Ja, nach diesem Buch ging es ja auch weiter mit einer lieben Autorin, von der ich schon einige Bücher gelesen habe, und zwar von Michelle Schrenk kam die Anfrage, ob ich gerne ihr nächstes Buch vorab lesen möchte, und zwar Der Weg zwischen den Sternen. Und dieses Buch wurde ja schon angeteasert in der Weihnachtsgeschichte von Michelle Schrenk, die ich ja wirklich ganz, ganz toll fand, und war total gespannt, was es mit dem Weg zwischen den Sternen so auf sich hat. Und ja, habe mich eben sehr gefreut, es vorab lesen zu können und da vielleicht auch so ein paar Gedanken, Ideen ihr noch mit weitergeben zu können, bevor es dann ins Lektorat geht. Ich weiß leider noch nicht genau, wann es erscheinen wird, werde jetzt auch nicht so viel darüber erzählen, sondern dann gegebenenfalls einfach noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn es denn dann endlich erschienen ist. Also folgt mir gerne auf Facebook und Instagram, da findet ihr dann auf jeden Fall auch ja, die Infos dazu, wenn das Buch dann erschienen ist. Ja, wir haben hier Josie. Sie ist verlobt mit Mark und mehr oder weniger glücklich in ihrem Leben. Und ja, sie fotografiert für ihr Leben gerne, ist aber eher so ein Hobby geworden. Sie wird da von ihrer Mutter und auch von Mark, ihrem Verlobten, so ein bisschen unterdrückt in ihrer Kreativität. Und ja, sie ist halt irgendwie in einem Bürojob, den sie aber auch nicht so toll findet. Und ja, ihre Zukunft ist halt so ein bisschen vorhersagbar. Sie will jetzt heiraten und wird dann Kinder kriegen und ja, dann einfach mal gucken, was das Leben so bringt, und so richtig zufrieden und glücklich ist sie nicht. Da trifft sie bei einem ja, Foto-Event, mit dem sie bei ihrer besten Freundin Hannah ist, das ist ein Konzert, trifft sie ihre große Sommerliebe, ich glaube 10 Jahre war es her, trifft sie eben auf Tim. Und als sie ihn wieder sieht, werden ihr eben ihre ganzen Gefühle, die sie damals hatte, so ein bisschen bewusst. Und er war so der Rebell aus Berlin und hat wirklich einen wunderschönen Sommer mit ihr verbracht, bis sie dann, glaube ich, irgendwie zum Zelten gefahren sind, keinen Bescheid gegeben haben und dann von der Polizei aufgegriffen wurden. Und ja, dann ihre Mutter eben verboten hat, dass der Umgang mit Tim weitergeht und sie sogar aufs Internat geschickt wurde und ja, sie nie verstanden hat, warum Tim sie verlassen hat. Und sie sieht eben Tim und all die alten Gefühle sind da und sie redet sich diese eigentlich aus, spürt aber irgendwas, ist noch nicht ganz geklärt mit Tim. Und auch ihr Leben so, ja, ihre Mutter bestimmt immer alles so viel und will unbedingt rosa Dinge zur Hochzeit und will eine große Hochzeit. Und das sind so Dinge, die, ja, Josie eigentlich nicht möchte. Und Mark ist halt auch sehr workaholic-lastig und will halt auch gerne so ein Heimchen am Herd. Und sie spürt, das ist ihr einfach zu wenig. Und umso mehr sie eben über Tim und ihre Sommerliebe nachdenkt, umso mehr merkt sie, wie sehr sie sich selbst eigentlich hinter diesem Bild, was sie von sich erschaffen hat, so versteckt hat. Und als sie dann eben noch mit Tim ins Gespräch kommt und sie so ein bisschen alte Geschichten austauschen und dann eben noch etwas mit ihrer Großmutter passiert, was dann wiederum mit dem Märchenbuch von früher zu tun hat, in dem es eben darum ging, den Weg zwischen den Sternen zu finden, ja, beginnt eine wunderbare Geschichte.
Ja, auch hier haben wir eine ganz, ganz tolle Hauptcharaktere. Josie fand ich sehr, sehr sympathisch, weil ich auch einfach fand, sie hat sehr erwachsen gewirkt, sehr gefasst gewirkt, sehr stark gewirkt und hat einfach irgendwo auch im richtigen Moment noch gemerkt, was sie eigentlich will, wer sie eigentlich ist und dass das, wie es jetzt ist, eben nicht ihr Fall ist. Und als sie dann eben auf ihren Ex-Freund, auf diese Sommerliebe trifft, ja, da geht einem das Herz auf, denn ihre Geschichte hat einer Geschichte in meiner Vergangenheit auch sehr geähnelt und es war einfach wunderbar, das so ein bisschen zu empfinden und selbst in Erinnerungen zu schwelgen. Und ich fand, wunderbare Momente gab es in diesem Buch, wenn es zum Beispiel um Musik ging. Es gab alte Lieder, die man eben so als Kind, der, also wenn man in den 80ern geboren ist, als Kind der 90er ist, wenn dann Backstreet Boys Lieder bei Karaoke gesungen wurden oder ein ganz besonderes Revolverheld-Lied läuft und man denkt sich, oh, an diesem Moment, als ich dieses Lied hörte, da, ja. Und es gibt so verschiedene musikalische Dinge, die einen einfach mitnehmen oder wenn es dann um Titanic geht, den Film, den man eben vielleicht mit der ersten Liebe gesehen hat und ach, das war einfach unglaublich toll und hat einfach auch wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. In den Dialogen der beiden, ich mochte wirklich so diese Einflüsse der Musik sehr, sehr gerne und es hat wirklich Spaß gemacht, so auf diesem Pfad der Vergangenheit zu schwelgen und dass sich manchmal vielleicht doch ein Blick in die Vergangenheit lohnt, um zu wissen, wo eben der Weg zwischen den Sternen ist. Und das hat einfach, es hat ganz viel Gefühl in mir hervorgerufen, so ein bisschen nostalgisch und so wirklich wunderbare Erinnerungen. Es waren ganz warme Gefühle und ich mochte auch wirklich, wie Josie sich so ein bisschen verändert hat in der Geschichte, welchen Einfluss Tim auch so ein bisschen hatte. Ich war ein absoluter Gegner von der Mutter, die ich wirklich unglaublich nervig fand. Ich frage mich, wie es wäre, wenn meine Mutter so wäre. Bin ich froh, dass sie nicht so ist. Auch Mark, der so ein typischer Workaholic ist. Es ist manchmal natürlich schon ein bisschen viel Klischee, wie ich dann fand. Das ist ja immer so ein bisschen, wo ich denke, könnte man das nicht einen Hauch anders machen? Aber ich fand es absolut in Ordnung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, diese Geschichte zu lesen und einfach in diesen Erinnerungen zusammen mit Josie und Tim zu schwelgen, weil es teilweise eben auch die eigenen Erinnerungen irgendwie waren. Und das war ganz besonders. Und Michelle schafft es eben immer. Meine Güte, mein Kater ist aber heute laut. Lasst euch nicht stören, der möchte nur, dass man ihn hört. Also macht euch keinen Kopf, ihm passiert hier nichts. Sie schafft es eben einfach immer so diesen Geist von Erinnerungen, von Gefühlen rüberzubringen und das hat mich ja hier wirklich wieder perfekt geschafft. Sie hat mich mitgerissen, begeistert und wirklich beeindruckt und es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und ich habe auch hier zwei Zitate rausgeschrieben, die mir unglaublich gut gefallen haben. Manche Gefühle verschwinden, manche kommen wieder und manche bleiben einfach für immer. Und dann, egal wie lange etwas her ist, wenn man jemanden wirklich mag, vermisst man ihn ein Leben lang. Und ja, so ist es im Leben. Also finde ich zumindest. Finde ich unglaublich gelungen und ich mochte das Buch sehr und ich bin sehr gespannt, wann es rauskommt. Und ja, und hoffe einfach, dass es ja, die Beachtung bekommt, die es verdient hat und dass Michelle hier wirklich ganz viel Erfolg mit hat. Und ich fand es einfach toll. Also unglaublich schön, hat mir gut gefallen und ich hatte großen Spaß mit der Geschichte. Dann ging es auch schon weiter mit einem nächsten Buch und zwar von Peggy Bicczko. Ich hoffe, man spricht sie so aus, ich weiß es leider nicht. Mit Leo zwischen den Ozeanen ist am 12. Mai in diesem Jahr im Selbstverlag erschienen, kostet broschiert 15,99 und als E-Book 8,99 und hat 396 Seiten. Ja, auf dieses Buch bin ich aufmerksam geworden durch eine Arbeitskollegin, die eben davon berichtet hat, dass das eben eine Journalistin hier auf der hiesigen Zeitung ist und die sich eben ein Jahr Auszeit genommen hat und über dieses ein Jahr Auszeit sozusagen erzählt. Sie hat einen sehr schweren Schicksalsschlag erlebt und hat dann eben ihre Reise über alle 5 Kontinente niedergeschrieben. Und ich war natürlich sehr, sehr neugierig, fand auch das Cover irgendwie cool und dachte dann so als E-Book für den Urlaub eigentlich perfekt und vielleicht reist du sozusagen dann auch einfach ein bisschen mit ihr über diese 5 Kontinente. Ja, Peggy, unsere Journalistin, ist 52 Jahre alt und verliert ihren Mann sehr schnell und ja, heiratet ihn sozusagen noch auf dem Totenbett und fällt dann danach in ein tiefes, tiefes Loch. Und Leo, das Zebra, was wir auf dem Cover sehen, ist eben der ständige Begleiter ihres Mannes gewesen und lag eben eine ganze Zeit lang neben ihrem Mann, egal ob auf der Couch sitzend oder dann eben in der Klinik. Und sie nimmt eben ihr Zebra, ihren Leo mit, ja, damit im Grunde ihr Mann sozusagen immer ein bisschen bei ihr ist. Denn beide hatten die große Leidenschaft Reisen und wollten noch so viel sehen und
Ja, leider hat das Leben ihr da einen Strich sozusagen durch die Rechnung gemacht. Sie gibt ihre Wohnung auf, stellt alles bei ihren Eltern unter und ja, begibt sich dann eben auf eine Reise, die, glaube ich, in Südamerika begonnen hat und wir dann eigentlich über sehr viel, also nicht nur über alle Kontinente gehen, sondern auch viele Sehenswürdigkeiten sehen, sehr viel ja, über ihre Gedanken erfahren und wir sind, glaube ich, wir beginnen in Kolumbien, sehen zum Beispiel Machu Picchu, sind auf den Galapagos-Inseln. Dann sind wir in der Mitte hin in San Antonio, wir fliegen nach Australien, nach Bali und auch Südafrika, was ich besonders schön fand. Und sind dann eben auch im südafrikanischen Busch, wo sie als Volontärin arbeitet und finden dann, also gehen dann wieder Richtung Europa und sind dann zum Beispiel auch in Rom, was auch wieder tolle Eindrücke hinterlässt. Ich hatte mir von der Geschichte so ein bisschen was erwartet, ja eben, dass eine Frau so unterwegs sich selbst einfach wiederfindet und ja, was eben so verschiedene Länder an Kulturen, wie ihr das wieder Kraft geben kann. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, diese Eindrücke zu lesen, mit auf diesen Reisen zu sein. Und man hat sich durch den sehr einfachen Schreibstil einfach auch einfach dabei gefühlt. Also man hatte nie den Eindruck, man liest ein Buch, sondern es war immer die Stimme von der Autorin, die man irgendwie im Kopf hatte. Und man einfach den Eindruck hatte, sie hat genau das so niedergeschrieben, wie ihr der Schnabel gewachsen war, sozusagen, wie man bei uns sagt. Und wie wenn ich eben euch einfach erzähle, wie meine Reise dort und dorthin war. Und das war sowohl positiv, allerdings fand ich es dann eben auch manchmal ein bisschen langweilig im Lesen, weil alles immer so gleichbleibend erzählt wurde. Es wurde keine echte Spannung aufgebaut, es gab keine Höhepunkte, sondern ne, man ist halt so durch diese Reise einfach so geschwommen und das war manchmal halt schon ein bisschen, wo ich dachte, oh ja, jetzt heute erfahre ich zum 10. Mal, dass sie keine Wäsche wäscht, sondern, oder sich Wäsche wäscht und, oder auch wieder kauft oder, ach, das, oder dass sie sich eben manchmal ein günstiges Zimmer nimmt und dann wieder ein teures und was das für Vor- und Nachteile hat und das war halt spätestens beim 3., 4. Mal, wenn man das gleiche liest, schon ein bisschen langweilig, weil es unterscheidet sich natürlich nicht und man hat auch irgendwann verstanden, warum und weshalb und dadurch, dass man sie dann eben durch diese Sprache so kennengelernt hat, war es auf der einen Seite zwar schön, so sie selbst im Kopf zu hören, aber es war halt manchmal dann tatsächlich, wo man dachte, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Und das ist so, ja, dieses Mischgefühl hatte ich eben ganz oft im Buch und dass man, es, ja, sie sieht die Dinge halt mit ihren Augen und erzählt uns, wie das ist und lässt einem aber ganz wenig Freiraum, um selbst darüber irgendwie was zu denken. Also gerade wenn man selbst, wie ich schon viel auf der Welt unterwegs war, ja, betrachtet man Dinge halt immer mit eigenen Augen und dann nützen auch Fotos oder so nichts. Und sie hat aber schon sehr vorgegeben, wie das Bild gezeichnet wird, wie man die Menschen um sie herum wahrnimmt. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade, wo ich dachte, Mensch, so ein bisschen Fantasie oder ein bisschen eigenes Denken muss dem Leser auch gegeben sein und ich mag es halt nicht, wenn mir ein Autor alles so vorkaut und ich so gar keinen Freiraum habe in meinem Kopf, um mir irgendwas dazu zu denken und das fand ich halt sehr, sehr schade. Was ich sehr beeindruckend fand, war die Erzählung wie wir dann in Afrika waren, das war auch wirklich so mein Höhepunkt dieser Reisen. Es hat mir wirklich immer sehr gut gefallen. Und zwar ging es um Rigali, das ist in Ruanda und hier gab es ja den Genozid an den Tutsi, ich glaube Anfang der 90er. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, wie sie uns das Geschichtliche dann auch so ein bisschen nahegebracht hat, weil ich muss ehrlich gestehen, Anfang der 90er war ich einfach viel, viel zu jung und habe mich dann danach eben mit dieser Geschichte so befasst, wo ich so dachte, hä, wieso hört man denn davon so gar nichts mehr? Und man dann eben auch, wenn man geschichtlich mal auf Wikipedia geht und so weiter und dann sich da drinnen rum verlinkt, dann halt auch einfach Dinge erfährt, die so ganz viel tiefe Bösartigkeit und wieder so das ganz Schlimme im Menschen sozusagen uns zeigen. Und ich mochte hier wirklich, das gab es dann auch nochmal so richtig, also wenn wir noch weiter in Südafrika waren, wenn es dann gerade so um die Tiere geht, die dort eben versucht werden zu schützen. Und das ist dann halt immer so, wo ich denke, boah, da hast du dann richtig viel Tiefgang bekommen und das waren so die Momente, die mir halt auch wirklich beim Lesen ganz viel, also Freude ist so das blöde Wort, aber die mir als Leser ganz viel gegeben haben und die dann halt das Buch wirklich lesenswert gemacht haben und wenn man sich dann drumherum halt darum interessiert und dann einfach mal googelt, auf Wikipedia geht, es gibt ja so viele Möglichkeiten, ganz schnell Infos auf dieser Welt zu bekommen und man dann eigentlich spürt, ah, da ist sie. Also man kann ja die Orte sozusagen auf Google auch einfach verfolgen und weiß dann, wenn sie von Machu Picchu spricht, ich meine, das Bild hat vielleicht viele im Kopf,
dann denkt man sich, oh, und da ist sie entlang. Und wenn man sich das dann einfach so vor Augen hält, das fand ich ganz toll. Mir hat das in Afrika wirklich am besten mitgefallen. Sie macht dort eben dann auch, ist dann eben dort auch Volontärin und hilft dann eben dort auch mit und ist dann eben auch unterwegs auf Safaris und ja, bespricht dort eben auch so ein bisschen, was halt durch dieses ganze Jagen und Wildern und so passiert, was halt mir so als Tierschützer dann auch so das ja, Herz ein bisschen wehtut, wo ich so denke, Mensch, erst haben wir da oben das Menschliche, die Grausamkeit von Mensch an Mensch, dann sind wir bei der Grausamkeit von Mensch an Tier und das erzählt sie aber dennoch einfach noch so, als wäre man einfach Freunde und säße bei einem Kaffee und man fühlt sich aber so, man wäre dabei und das hat mir gerade in den Teilen dann wirklich wieder gut gefallen, weil da dann eben auch so ein bisschen mehr dazu kam und nicht einfach nur, ich erzähle dir jetzt, ich sehe Machu Picchu, sondern einfach ein bisschen Hintergrundinfo und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, wie sie uns da mitgenommen hat und ja, ich fand das einfach toll. Also ich mochte das Buch ganz gerne, es ist aber, glaube ich, schon sehr speziell und man muss auch einfach, ich sag mal, reisen mögen und offen sein für so einen, ja, Gedankenaustausch, nenne ich es mal, weil es ist tatsächlich einfach nur, wie sie die Dinge sieht, wie sie die Welt sieht und das muss man einfach mögen oder nicht. Ich glaube, auf Amazon gibt es dazu auch eine Leseprobe. Also guck da vielleicht einfach vorher rein. Ich fand es wirklich schön, es hat sich auch gut weglesen lassen. Also ich habe es, glaube ich, auch in 2 Tagen, ja, ich war halt auch auf Reisen. Wenn man 4 Stunden im Zug sitzt, hat man natürlich auch ein bisschen Zeit. Ne? Also da hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, als wenn man, ja, halt da nicht reist oder selbst fährt. Mit dem Zug ist das natürlich praktisch. Und das hat mir schon gefallen, dass es auch so huschdi-husch sozusagen gefühlt gelesen war und man trotzdem so den Eindruck hat, man hat die ganze Welt bereist. Fand ich wirklich sehr, sehr gelungen und hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ja. Und dann ging es direkt noch mit einem Art Reisebuch weiter. Ja. Und zwar mit Alles in Buddha. Und ja, wer meinen Kanal länger kennt, weiß, dass ich ein buddhistischer, philosophisch angehauchter Mensch bin, der sich damit lange schon beschäftigt hat und viel verinnerlicht hat. Und mich hat natürlich hier der Titel angesprochen und dann auch der Klappentext. Und zwar, ja, Alles in Buddha von Victoria Seyfried. Seyfried, das ist eine deutsche Autorin. Ja, das Buch ist erschienen am 8. August im Heine Verlag, hat 480 Seiten, kostet als Taschenbuch 8,99 und als E-Book 7,99. Und ja, ich bin wirklich nur über den Titel irgendwie drauf gestoßen und dachte, huch, was geht's denn da? Und ja, wir sind hier bei Mia. Ja, Mia. Gott. Bei Mia. Und Mia wird von ihrem Freund Mark verlassen. Und ja, das findet sie natürlich nicht wirklich so toll. Und stürzt da in ein Loch. Und ja, auch Mia merkt eigentlich, ja, so richtig, sie selbst war sie in dieser Beziehung nicht. Denn sie hat sehr viel vorgespielt. Sie trägt irgendwie Kontaktlinsen, weil ihre grauen Augen nicht gefallen. Sie steht immer früh auf mit ihrem Freund, obwohl sie eigentlich eine Langschläferin ist. Sie hasst die Bundesliga und guckt lieber Serien. Das hat sie ihm aber auch nicht erzählt. Und irgendwie wundert sie sich dann eben, warum diese Beziehung auseinandergeht, weil sie ja eigentlich die perfekte Frau für Mark war. Und so ja, beschließt sie dann mit ihrem besten Freund Hugo, der als 30-jähriger Katzenbesitzer noch Jungfrau ist, irgendwie eine Reise zu starten, um eben über Mark hinwegzukommen. Und Hugo möchte seine Jungfräulichkeit verlieren. Und so packen sie die Katze und gehen auf eine kleine Weltreise. Und zwar, ja, im Grunde 3 Länder in 3 Tagen. Sie beginnen in Paris, machen weiter mit Las Vegas und finden sich dann in einer Art Kloster, Hotel könnte man es nennen, in Südkorea wieder ein. Und das halt irgendwie zu einem Schnäppchenpreis. Und ja, beide haben sich so ihre Aufgaben gestellt. Also Hugo möchte endlich Frauen ansprechen, möchte die zum Essen einladen und möchte dann eben ja endlich zum Manne werden. Während Mias Ziel eben ist, Mark zu vergessen, seine heißgeliebte Kette an ihr abzulegen, weil ohne die Kette geht halt gar nichts und sich gegebenenfalls auch neu zu verlieben. Ja, und ihr merkt schon, so richtig begeistert hat mich die Geschichte leider nicht. Also es war schon sehr stereotypisch und ich fand es manchmal wirklich schwierig, dran zu bleiben. Ich mochte diesen Gedanken einfach nicht, dass man
immer als Frau irgendwie durch andere merkt, dass einem das Leben nicht das gibt, was man sich davon erhofft hat, dass man immer einen Anstoß von außen braucht, meistens ja von einem Mann, egal ob es der Ex-Freund ist, der aktuelle Freund, ob es der beste Freund ist oder wie auch immer, dass man als Frau immer diesen Anstoß braucht, um dann eben zu merken, oh, mein Leben ist ja irgendwie gar nicht so toll, ich muss jetzt unbedingt reisen, ich muss jetzt unbedingt was anderes machen, was weiß ich, Haare färben. Keine Ahnung was. Irgendwie von Hosen auf Röcke oder wenn ich nur Röcke trage, auf Hosen. Und ach, ich finde das einfach anstrengend. Ich fand das in dieser Geschichte sehr, sehr anstrengend. Dachte mir immer, oh ja, jetzt mach doch mal weiter. Ich habe auch sie einfach überhaupt nicht verstanden, warum sie nach 2 Tagen der Trennung unbedingt schon der Meinung war, sie muss ihn vergessen und sich so quält. Und ja, Liebeskummer ist schlimm, aber das war eine erwachsene Frau, keine 14-Jährige, wo die erste Liebe zerbricht, wo ich dachte, Mensch, das Leben geht doch weiter. Und genieß doch einfach mal den Abstand und guck dann, weil er dann auch irgendwie auf eine Afrika-Reise geht, und guck doch dann, wie es danach läuft. Vielleicht braucht er auch einfach mal eine Auszeit, wo ich denke, man ist doch ein bisschen vernünftiger mit dem Alter. Und mich hat hier dieses Kindische so gestört. Und dann eben auch Hugo, ja, so ein 30-jähriger Kerl, der irgendwie scheinbar seine Schulfreundin von 20 Jahren irgendwie noch liebt. Und oh, ich dachte mir, ja, jetzt habe ich es auch irgendwie. Also es hat mich tatsächlich oftmals genervt. Und als sie dann tatsächlich noch die Katze mitnehmen auf Reisen, ja, da war es bei mir irgendwie vorbei. Also, dass sie vielleicht noch nach Paris fliegt, mag tatsächlich noch funktionieren innerhalb Europas, kann man bestimmt sein Haustier mitnehmen. Ich weiß noch nicht, warum ich meine Katze mitnehme. Ich hätte das irgendwie logischer gefunden, wenn das ein Hund gewesen wäre. Und es erzählt mir aber, also es war dann einfach so unlogisch, dass die Katze einfach so mit nach Las Vegas einreisen durfte und ja, Südkorea. Also, hallo? Ich weiß nicht, es war dann auch so ein bisschen die Rede von, wir suchen uns Ländern für den Menschen, dass wir keine Impfungen brauchen. An die Katze hat aber keiner gedacht. Und ich dachte mir, kein normaler Mensch packt seine Katze für 3 Flüge, oder ja, es sind ja 4 Flüge, zurück mussten sie auch nochmal ein, damit die in 3 Wochen 3 Länder, also das fand ich, und da dachte ich schon, nee. Also ich liebe meine Katzen über alles und würde ich irgendwo überwintern, würde ich sie natürlich mitnehmen. Oder wenn ich auswandere, nehme ich sie auch mit. Aber für so eine Reise, da hätte sich doch 3 Wochen jemand gefunden, der sich um diese Katze kümmert. Ja, egal. Sorry, jetzt halte ich mich da natürlich ein bisschen auf. Aber es hat mich echt gestört. Und ich mochte, auch überhaupt nicht, dass ich die Gedanken ständig nur um den Ex-Freund, ich muss entjungfert werden, dass ich das die ganze Zeit gedreht habe. Und ich dachte, ja, es ist doch gut, das Leben geht tatsächlich weiter. Und mich hat das echt genervt. Ich war dann wirklich so gegen Ende. Ich fand es, was wirklich positiv war, war, dass wir in so 3 Ländern waren, die ich ganz interessant fand. Ich mochte die Gedanken so dahinter, wo ich so dachte, ja, Paris und Las Vegas, und ich habe auch verstanden, warum es diese Länder sein mussten und was die helfen sollten. Aber es war dann vor Ort einfach, es hat sich ständig alles im Kreis gedreht und wir sind keinen Schritt vorwärts gekommen und sie tickt da ständig aus, wenn sie ihre Kette irgendwo verliert, und ich denke mir, ja, ist gut, das habe ich schon bei Carrie Bradshaw in Sex and the City ein bisschen übertrieben gefunden, als sie ihre Carrie-Kette verloren hat. Fand es da aber einfach noch, weil ich so einen freundschaftlichen Gedanken hat, irgendwie noch annähernd okay. Aber da hat sich dann irgendwie das ganze Leben um diese blöde Kette gekümmert. Und ich dachte mir, jetzt nimm diese verdammte Kette einfach ab. Und dann das Ende. Leider habe ich nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Ich hatte ja so ein bisschen Eat, Pray, Love in Gedanken, wo man eben auch sich zum Essen trifft und dann eben im Kloster irgendwie betet und die Meditation in sich findet, wo ich einfach so mehr Augenmerk auf dieses Buddhistische erwartet habe, weil der Titel heißt halt nun mal Alles in Buddha, was ich natürlich mit Alles ist in Buddha sozusagen, ja, ist ein schönes Wortspiel. Es hat mir nicht gefallen. Also ich fand es teilweise ganz unterhaltend. Ich mochte manche Ansätze in der Geschichte. Ich fand es aber manchmal einfach, ja. Und mich stört einfach dieses Frauenbild, was da gezeichnet wurde und auch ja ganz oft gezeichnet wird, dass Frauen immer mit ihrem jetzigen Leben unzufrieden sein sollen, bitte, und dann irgendwas in Anstoß gibt, wie gesagt, immer ein Mann, und dann verändern wir uns und ach, dann ist das Leben auf einmal perfekt und ach. Nein, so ist es einfach nicht. Also man braucht auch nicht immer Anstoß von außen, um selbst zu merken, irgendwas passt nicht in meinem Leben. Oder dass man eben erkennt, es ist doch alles toll, wie es ist. Das ist so... Ah, nein. Ja, leider nicht so meine Geschichte. Aber gut, das kann natürlich nicht alles top sein. Das war wirklich so ein bisschen eine Enttäuschung von dieser Woche. Ganz anders, was keine Enttäuschung war, war die neue Happiness
die ich in dieser Woche auch immer ein bisschen gelesen habe, die ich vor allem so in die Badewanne mitnehme oder morgens gerne im Bett gelesen habe. Und die hat mir wieder viel Spaß gemacht. Es ist ein Fensterbild dabei und hier geht es um die Stimme deines Herzens und da ist auch ein wunderbarer Reisebericht von Jordanien drin. Es sind wunderbare Berichte über verschiedenste Arten von Yoga oder Sommerwind auf meiner Haut und Hingabe macht die frei über Chakren. Also ich war da wirklich sehr begeistert. Ich habe da jeden Artikel wieder verschlungen und lese in diesen Heften einfach unglaublich gerne, weil die wirklich meinem Kopf was geben, meinem Herzen was geben und mich wirklich wieder so ein bisschen eine Spur wieder auf die richtige Bahn lenken, was ich einfach auch so im Urlaub gerne habe. Also die neue Happiness war wieder absolut empfehlenswert und ich liebe die neben der Flow wirklich unglaublich und lese die sehr, sehr gerne und auch sehr ausführlich. Jetzt gucken wir auf die Uhr. Ich sehe jetzt gerade die Uhrzeiger hier so schlecht. Ich glaube, wir machen mal so einen kurzen Break und ja, dann bis gleich. Ja, was gibt es dann noch so ein bisschen zu der Woche zu erzählen? Also mein Highlight war natürlich auf jeden Fall Regensburg. Das war wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Und ansonsten gab es ja in dieser Woche meine beiden Büchermonatsvideos. Und ja, ich finde das immer, wenn ich sie dann schneide, finde ich das immer super spannend, was ich so ja, zu den ersten Büchern des Monats sozusagen sage und ich finde das immer unglaublich cool. Ja, ich habe natürlich noch gar nichts gesagt. Ich bin ja jetzt kurzhaarig, also noch kürzer als sonst. Ja, ich war gestern, also Donnerstag, Vormittag beim Friseur. Ich habe halt wirklich sehr dickes Haar, sehr welliges Haar und da muss die Matte regelmäßig runter. Und sie sind an den Seiten tatsächlich mir persönlich fast schon einen Hauch zu kurz geworden, aber ich denke mal in 2 Wochen sieht es genauso aus, wie ich es wollte. Und ja, ich fühle mich da einfach wieder wohl, wenn sie kürzer sind und es irgendwie Ordnung auf dem Kopf ist. Und ich finde, habe immer so das Gefühl, wenn auf dem Kopf Ordnung ist, ist es auch im Kopf. Im Urlaub nicht so. Ich muss auch ständig überlegen, welcher Tag es ist. Und ja, wundert euch also nicht, in der nächsten Woche kommen 2 Videos, die ich vor dem Friseurbesuch gedreht habe. Da habe ich natürlich dann noch irgendwie längeres Haar, länger in Anführungszeichen, aber sehe eben noch unfrisierter sozusagen aus. Ja, was kommt diese Woche? Es kommt die Buchvorschau für September, mit der habe ich mich schon mal so ein bisschen zum Urlaub viel Zeit gehabt, ein bisschen beschäftigt und es kommt der Halbjahresrückblick-Tag, von dem ich, glaube ich, von Caro getaggt wurde und ja, das habe ich jetzt eben so in der letzten Woche so ein bisschen abgedreht und das könnt ihr euch in der nächsten Woche sozusagen freuen. Ja, dann gibt es ja eine kleine Ankündigung für morgen Sonntag. Und zwar, wer ja das vielleicht schon so auf Facebook ein bisschen mitbekommen hat, der liebe Phil und der liebe Thorsten machen zusammen ein Hangout. Und ja, ich werde wahrscheinlich nicht live dabei sein können. Ich werde Sonntag auf Reisen sein. Und in Köln sein und hoffentlich die liebe Lisa sehen. Und ja, die beiden machen um 19 Uhr zusammen ein Hangout und das wird bestimmt mega lustig. Und ich weiß nicht, ob es da ein bisschen um das Feiern der 1000 Abos bei Phil geht. Und ich glaube, 300 sind es bei Thorsten. Und ich verlinke euch Phils Kanal natürlich unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich finde Hangouts zurzeit super unterhaltend. Ich mag auch... Also ich mochte schon bei unseren Game of Thrones Hangouts immer so diesen direkten Kontakt mit den Zuschauern, eben durch den Chat. Und ich mag es eben, wenn ich selbst Zuschauer bin, dann eben auch den Kontakt mit den Leuten zu haben, die eben das Hangout machen. Und ja, das wird bestimmt auch wieder lustig. Ich werde es mir im Nachgang auf jeden Fall ansehen. Auch wenn ich vielleicht um 19 Uhr schon wieder im Auto sitze, wird wahrscheinlich ja mein Datenvolumen das nicht hergeben, damit ich das komplett verfolge. Aber ich schaue es auf jeden Fall. Und schaut ihr auch mal vorbei, wenn ihr morgen am Sonntag, also je nachdem, was heute natürlich für ein Tag ist, also am Sonntag 19 Uhr noch nichts vorhabt, dann schaut einfach mal bei Phil vorbei, wird auf jeden Fall ein lustiger Hangout, weil ja, beide Kanäle, beide mag ich unglaublich gerne und machen immer Spaß und ja, das solltet ihr schon auf den Kalender schreiben. Und dann habe ich noch einen kleinen ja, Booktuber-Tipp und zwar die liebe Nina von It All Started With Harry ist mir schon immer so ein bisschen empfohlen worden und irgendwie... Ja, muss ich sagen, ist sie mir irgendwie durchgerutscht. Ich weiß auch heute gar nicht mehr, warum. Und dann ist sie mir bei einem Kommentar von meinem Vlog aufgefallen, sehr, sehr positiv aufgefallen. Und da ich ja Urlaub habe, dachte ich, Mensch, nimmst du dir einfach mal Zeit, guckst dir die liebe Nina an, von der eben schon so viele schwärmen. Und ja, ich bin total geflasht von ihren Videos, von der Art, wie sie über Büchern spricht.
Und ja, mit welchem Strahlen sie das auch einfach macht. Also ich bin ein großer Nina-Fan geworden jetzt in meinem Urlaub und packe ihren Kanal auch einfach mal in die Infobox. Schaut einfach mal bei ihr vorbei. Es ist wirklich eine ganz sympathische, mit wirklich viel Strahlkraft, mit viel Sympathie und auch einem sehr gemischten und tollen Buchgeschmack, der mir wirklich ganz viel Spaß gemacht hat. Und ich habe mich wirklich durch einige Videos geklickt und ja, es gab keins, wo ich dachte, ach nee, das schaust du nicht weiter. Also ich war wirklich begeistert und geflasht und das war sozusagen, ja, man sagt ja immer, man suchtet Serien und ich habe ein bisschen Nina gesuchtet. Jetzt in der ersten Urlaubswoche ging es los und in der zweiten und es hat einfach Spaß gemacht, sich so eine Dröhnung Nina sozusagen zu geben. Also liebe Nina, von mir natürlich auch viele liebe Grüße, bleib wie du bist und ja, schaut einfach mal bei ihr vorbei, denn sie hat es auf jeden Fall verdient, ja, einfach mal von ein paar Leuten mehr noch angesehen zu werden. Und das war es jetzt soweit auch schon, was meinen Zettel betrifft mit den Notizen. Ja, es ist jetzt sozusagen die letzte Urlaubswoche steht bevor. Es gibt noch so ein paar häusliche Dinge, die erledigt werden wollen. Das werden wir jetzt angehen. Und da ja Herbst ist, kann man das ja machen. Ah, Leute, ich bin ja niemand, der übers Wetter jammert, aber so ein bisschen Sommer wäre auch schön gewesen. Und ich bin doch so ein Sommerkind. Aber gut, schauen wir mal, vielleicht wird es ja auch wieder besser und ich hoffe, dass es zumindest am Sonntag in Köln ein bisschen schöner wird, dass man da vielleicht ein bisschen draußen sitzen kann und ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, das war's diese Woche nun auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Wenn es irgendwie Themen gibt oder sonstiges, wo ihr sagt, Mensch, das würde mich auch noch interessieren, dann könnt ihr mir das natürlich gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was euch besonders gefällt, was euch irgendwie vielleicht in dem Wochenrückblick noch fehlt, dann immer gerne her damit. Und natürlich auch, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt oder euch jetzt auf eins besonders freut, dann natürlich immer gerne in die Kommentare. Beachtet einfach mal die Infobox, da gibt's tolle Kanäle, tolle Leute und denkt morgen an das Hangout. Und ja, ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.